Ja, ich habe jetzt anscheinend eine Zusatzmission. So, hier Kopfgeld, Dingens und so weiter halt. Das ist hier ziemlich in der Nähe, deshalb. Okay, ich bekomme hier keine Mission. Na, ich bin auch Kopfgeldjäger. Ich bin der Coolste, weißt du? Dann müssen wir den mal fertig zu machen, ja. Ja, okay, habe ich. Jetzt brauche ich nur noch Er hat Blut fallen lassen. ein paar andere. Ah, nur Geld. Ja, toll. Ist natürlich trotzdem du bekommen hast. Das war bestimmt mein Kopfgeld. Wenn, dann hast du ein echt, hat ein echt mieses Kopfgeld gehabt. Das waren 14, also. Ja, bestimmt. Das ist nichts. Es ist noch komm, wer greift mich da? Oh, ich kann angegriffen. Oder du wirst angegriffen, besser. Was? Ja, das ist besser für dich. Alter, irgendwie halten die voll viel aus. Oh, schon wieder du. Wäre nur Schrott. Oh Mann, ey. Ach nein. Oh, wir haben irgendwie ziemlich viel Leben, habe ich das Gefühl. Also ich halte gerade ziemlich viel aus. Du bist auch immer wieder geheilt. Ja, stimmt auch wieder. So. Ach, da muss ich rein. Ich glaube, ich gehe erstmal den anderen Weg da. Komm schon. So, also gehe ich erstmal zu dem da hinten. Und dann sind wir fast schon Level 8. Hä? Unsichtbare Wand? Hä? Bei dir auch? Kommst du da auch nicht ran? Ah, nee. Komm schon. Moment. Mein Internet versagt hier gerade wieder. Wieso? Jetzt ist wieder da. Und was passiert da? Jetzt werde ich jetzt ganz gekickt. Oh, zum Glück sind wir drin. Ich hab den wegen des Lichtmeckers schon. Während du offline warst. Ja, gezwungenermaßen offline. Zwei müssen wir noch killen. Hier wird dann. Keine Ahnung, was, wie man eine Quest nennt. Regionsquest vielleicht, keine Ahnung. Kopfgeldjäger-Mission halt auf jeden Fall. Oh, mal nach dem. Wo ist der Typ denn? Ah, da ist dahinter. Ja, der Schmuggler, den müssen wir killen. Ja, okay, jetzt nur noch. Er hat schon wieder Loot fallen lassen. Und schon wieder ein Plus Geld. Das immer du nimmst. So, jetzt in den Palast, den Fatras Palast. Und nicht direkt, sondern auch schon mal den letzten killen. Das sind welche, musst du killen. Hm? Du hast angegriffen. Ja, ich sehe es. So, ist der letzte. Das ist der Unterboss Korkresch. Ja, okay. Kann sich schon Boss nennen, ist aber trotzdem wie Idiot. Scheinbar. Ich loot halt irgendwie. Ich droppe irgendwie nie was. Ich loot nichts, meine ich. Wo ist der Unterboss? Der greift mich an. So, hab schon gedacht.
trifft er mich an. Jawohl, Loot, schon wieder. Jetzt hab ich gar nicht gesehen, wie viel Kopfgeld ich bekommen hab. Das war so viel auf einmal. Steh ich irgendwo? Nee. Ah, ich bekomme auch einen Bruchteil von dem, was du lootest. Drops, meine ich. Okay. So 4 Credits. Hauptsache Erfahrung. Was ist jetzt schon wieder? Wieso war das jetzt gerade wieder so ein Ladebildschirm? Was bei dir auch? Nee. Voll komisch. Ach man, ich mach den Skill immer voll blöd. Na, kann's. Ja, jetzt sind wir gleich Level 8. Nee, ich hab Schuhe bekommen. Sieht genau aus wie Nemros Palast. Ja. Das ist vielleicht auch ein Hutte. Nee, wahrscheinlich nicht, sonst wird's dran stehen. So, weg mit dem Ballasthüte. Ah, komm mir nicht zu nah. Stufe 8 erreicht. So, da lang müssen wir. So einfach kurz mal ein Ballast einbrechen hier. Passiert. Jetzt da wieder den Aufzug verwenden, benutzen, wie auch immer. Da. Eben 2. Ja. Ich werde anscheinend haben gegriffen. Alles klar? Stimmt die Ebene? Ja. Achso, du bist nicht mitkommen. Ich konnte nicht, ich wurde angegriffen. Und ich sterbe gleich. Blöd. Hey. Kannst dich ja wahrscheinlich gleich mit. Oh, ich sterbe auch fast. Alter. Gut, dass wir zu zweit sind. Müssen wir, glaube ich, auch zusammenbleiben hier, sonst wird das wohl nichts. Wieso muss ich das. Ja, okay, diesmal habe ich es wohl erhalten. Bisschen mehr Rüstung, ja, nehmen wir. Viel mehr Rüstung hier. Die Stiefel. Und? Wo bist du? Ich bin bei dir. Ich kann mal gucken, ah, jetzt. Ah, jetzt. Ich stehe direkt neben dir. Jetzt, ich hab gerade auf der Karte geguckt, wo du gerade in meinem Bildschirm bist. wie laufen wir da am besten? Laufen wir am besten darum. Ich folge. Ja, das ist alle auf mich aufpassen. Hattest du nicht auch einen Nahkampfskill, so, der übel gut ist? Ja, den versuche ich auch immer einzusetzen, aber bis sie bei mir sind, sind sie tot. Ja, ist doch gut. So, Ziel ist tot, gefällt mir. Jetzt gleich reicht's und dann haben wir's. Aber ich schon gedacht, da kommt jetzt nichts mehr, aber war ja klar. Feindwort.
Ziel ist tot, toll. Klasse. So, Albert, wie geht's? Bleib zurück, ich habe ein... Tja, ich schätze, ich habe nicht wirklich viel. Sagt mir einfach, warum ich hier festgehalten werde. Entspannt euch, wir gehören nicht zu Fatras Leuten. Nein, eigentlich haben wir sogar eine Menge von ihnen. Wie ist die nackt? Keine Sorge, euch werden wir nicht umbringen. Die, deine Begleiterin. Jetzt oder fast nackt halt. Kurzfassung. Ein Kopfgeldjäger ist hierher unterwegs, der euch zum Imperium bringen soll, wo ihr wahrscheinlich sterbt oder wenigstens gefoltert werdet. Oh nein! Wir wollen diesen Kopfgeldjäger töten. Es ist wohl euer Glückstag. Bleibt einfach ruhig sitzen und seid ein braver Köder. Bereiten wir unseren Hinterhalt vor, Marco. Ich kann das nicht. Bitte lasst mich gehen. Ich tue alles um. Welchen Teil von ruhig sitzen habt ihr nicht verstanden? Ihr lasst uns noch auf... Oh, toll! Shambaluni los. Bonjour und was. Urtor Datis. Baham vor Langas. Ich will nur in die große Jagd. Ihr könnt die Wissenschaftlerin haben. Abjaruno Ragma und Bambolur. Ragma Krenok. Schivirskos und Gas. Zeigt, was ihr könnt, Echsenmann. Bum, 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 bum. Rars. Ups, das war ein bisschen fair. Er hat uns verkackt, dass wir nicht in die Jagd kommen. Ja, okay, es war eigentlich mehr die Schuld von Nemro, aber wir haben es jetzt geschafft. Jawohl. Unterstützungszeichen haben wir bekommen. Okay, Albert, nochmal mit dir reden. Wie geht's? Das war brutal. Aber ich schulde euch Dank. Ganz recht. Wir sind die Helden des Tages. Also, was passiert jetzt? Da ist der Weg hinaus. Nutzt ihn. Hier. Ich habe einen alten Handblaster. Nur für den Fall. Jetzt los. Nochmals vielen Dank, euch beiden. Ich wollte die gerade gegen den Typen mal, gegen den Kopfgeldjäger eintauschen, weil schon die sagt, ich bin euch den Dank verschuldet. Okay. Leider hat er das Angebot nicht angenommen, aber sie dankt trotzdem. Ja, okay, jetzt dürfen wir wahrscheinlich wieder 10.000 Stunden zurücklatschen. Deshalb sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Yeah, bis dann. Ciao. Wir können auch schnell weitermachen. Ja, aber der Part ist lang genug. Ciao.